Ich meine, das größte Problem an der aktuellen Raumfahrt ist nicht, sind nicht die Raumschiffe, sondern die Raumschiffe ins Weltall zu befördern. Das ist das Problem, ja. Wie bringt man das Raumschiff ab ins Weltall? Ja, ich meine, es gibt Theorien von einem Weltraumaufzug und alles Mögliche. Wenn man es schafft, zuverlässig Material ins Weltall zu bringen, dann schafft man es auch, ein großes Raumschiff zu bauen, was irgendwo hinfliegt. Aber naja, was soll's. Da kann man nichts dran ändern. Es wird sich erst was ändern, wenn es irgendwo einen großen Knall gibt. Und wenn es den gibt, dann hoffe ich mal, dass keiner durchdreht. Und außerdem hätte ich es eigentlich ganz gern, dass meine Kinder aufwachsen in einem halbwegs behüteten. Geht das nicht? Muss ich das da runterpacken? So kann ich das da nicht drüber bauen. Echt das schon dann hart? Hat doch schon einen, oder? Kein Strom. Wieso hat der keinen Strom? Strom? Starkstrom? Wo? Wo? Beim großen rein, beim kleinen raus. Geht das nicht? Muss ich. Moment. Muss ich. Ah, okay. Fuck you. Okay. Scheiß drauf, dann baust du die Wand. Egal. Nicht nur Transportshops, aber ganz im Ernst, ich halte das nicht unbedingt für ein großes Problem, sage ich dir ganz im Ernst, weil habe ich da eigentlich vorgehabt. Ich halte das nicht unbedingt für ein großes Problem, weil es werden ja andere Jobs geschaffen, ja. Das ist dann wahrscheinlich, es trifft leider Taxi- und Busfahrer, das ist richtig. Ich denke aber auch, es wird eine Übergangsphase geben, wo Taxifahrer und Busfahrer noch gebraucht werden. Und danach, denke ich einfach, wird dieser Beruf aussterben. Ja, die Alternative ist Produktion für selbstfahrende Autos. Ich meine, seriously, es gibt immer neue Sachen. Als Henry Ford das Fließband erfunden hat, das Fließband erfunden hat, hat man bestimmt auch gedacht, ja, das Fließband und die ganzen Maschinen nehmen uns die Jobs weg und hast du nicht gesehen, aber es wird immer irgendwas geben zu arbeiten. Es wird immer irgendwas geben. So, aber genug Politik. Genug Politik. Wieso habe ich keine Kohle hier? Ah, wenigstens haben sie schon mal angefangen, den Kram hier zu bauen. Ich habe wahrscheinlich eh kein Ambasilit aktuell. Richtig? Richtig Ambasilit habe ich nicht. Richtig. Kein Ambasilit. Wo habe ich Ambasilit? Hier. Wo habe ich noch Ambasilit? Ambasilit, wo habe ich es denn? Hier. Hier ist ziemlich viel Ambasilit. Und hier drüben auch. Du bist für Utopia, ja. Es macht bedingt Sinn. Es kann aber halt nicht jeder das Gleiche machen. Ja, ich würde das hier gern hauptberuflich machen. Ich bin ja eigentlich Softwareentwickler geworden, um Computerspiele zu programmieren, aber wenn jeder nur Computerspiele programmiert, oder jeder nur streamt, weil es ihm Spaß macht, dann, ne? Also richtig, Ding ist, die Menschheit ist dazu nicht bereit. Das größte Problem für die Menschheit ist eigentlich, dass die Menschheit nicht über die eigene Generation hinausdenkt. Das ist das größte Problem. Was interessieren mich meine 100 Jahre? Das soll die nächsten 100 Jahre richten. Ja, und ja. Ich meine, es gibt viele Dinge, ja. Es gibt viele Dinge in Science Fiction, die wahr geworden sind. Sehr viele Dinge sogar. Und warum denn nicht? Ja, warum soll es denn nicht sein, Materie irgendwie umzuformen? Ja, warum soll das nicht möglich sein? Also, es ist bestimmt möglich. Die Frage ist nur, selbst wenn es funktioniert, wird dafür jede Menge Geld vorhanden sein. Oder jede Menge Geld gebraucht werden, weil der Kapitalismus natürlich das Übrige tut. Du redest nicht von Spaß, sondern von dem, was man am besten kann. Ja, wie soll denn das herausgefunden werden? Machen wir Eignungstests wie bei der Bestimmung? Und jeder wird dann in einer verschiedenen Kaste untergeordnet? Das sind die Wissenschaftler. Das ist sozialmäßig auch nicht ganz einfach.
Wirklich. Wirklich. Pack da alles raus. Das ist nicht so toll. Weil es mir eigentlich auch egal ist. Wir können das. Wir reißen jetzt das erstmal auf. So. Das reißen wir auf. Wir haben so viele Bauprojekte jetzt aktuell. Ja. Ja, das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so. Das ist. Weißt du, es ist nicht der Kapitalismus an sich. Der Kapitalismus ist eigentlich okay. Die Gier des Menschen ist nicht in Ordnung. Ja? Die Gier des Menschen ist nicht in Ordnung. Ich meine, schauen wir uns mal letztes Jahrtausend an. Am Ende des letzten Jahrtausends wurde beschlossen, FCKW zu verbannen. Ja? Damit Ozon auch nicht noch größer wird. Jeder war sich einig, wir haben es verbannt, es ist okay. Ja? Das nenne ich Einheit des Planeten. 10 Jahre später stellen wir fest, oh, wir haben ja Erderwärmung, Klimaveränderung, Polkappen schmelzen, Wasser wird steigen und so weiter. Und niemand zieht am gleichen Strang. Niemand. Es interessiert keine alte Sau. Ja, es gibt Politiker, die auf einmal Glyphosat gut finden, obwohl es nachweislich krebserregend ist. Es ist, ich meine, mir fehlt da hin und wieder einfach die Verständnis, ja. Ich weiß nicht, was durch deren Kopf geht. Wirklich nicht. Ich habe mich jetzt mitten in die Keime gegraben, dann habe ich nicht, Gott sei Dank. So, wir machen hier erstmal zu. Jein. Die Klimawärmung ist natürlich, ist selbstverständlich natürlich. Aber der Planet würde sich langsamer erwärmen. Es ist wissenschaftlich bewiesen, ja, dass Kohlenstoffdioxid das immer erhöht. Hallo Keks! Ich meine, die Erde wird uns auch überleben, ja. Das ist auch mal der springende Punkt. Nein! Nein! Kein springender Punkt! Nein, 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 nein! Ja, das ist. Genau das ist das Thema, ja? Dass man einfach nicht in der nächsten Generation denkt. Dass man einfach nicht weiterdenkt. Aber was soll's? Was soll's? Ist leider. Es lässt sich viele Dinge leider nur mit der Politik regeln. Und wenn die Politik es nicht schafft, es zu regeln, dann ist es leider schade, aber. Man sagt ja immer, auch ein Einzelner hat die Kraft, etwas zu verändern. Aber das ist nicht so, ja. Ich meine, ich will jetzt hier keine Depri-Stimmung verbreiten, aber das ist nicht so, ja. Entweder man sagt, tu es nicht, sonst zahlst du, ja, oder der Mensch kapiert es nicht. Doch, doch, Ziotix, die Erde wird sich regenerieren. Es ist übrigens nicht nur CO2, wir reden auch von Methan und anderen Dingen, die es erhöht. Ne, also Polwanderung meinst du mit Magnetfelddrehung? Das wird spannend. Das wird spannend. Wusch, alle weg. Ja, das ist tatsächlich die Frage, wann das passiert. Aber der Yellowstone Park sollte auch schon lange in die Luft gehen. Also. Man weiß es nicht. Es ist viel Spekulation dabei. Es gibt für viele Dinge wissenschaftliche Thesen, die bestimmte Dinge machen. Viele Dinge weiß man, dass sie passieren werden, kann aber die Auswirkungen nicht einschätzen. Das ist genauso wie beim Griechenland aus der EU werfen, ja? Keiner kannte die Auswirkungen. Ja, jetzt geht halt Großbritannien raus. Toll. Ist auch nicht so toll, aber das ist Großbritanniens Thema. So, wir haben hier übrigens fast keine Luft mehr. Das ist vielleicht nicht ganz so toll, was ich hier mache. Vielleicht. Scheiße. Das sagt man nicht. Ich brauche hier Lüftung, ich brauche einen Gasfilter. Und muss den. Moment, Gasfilter. Gasfiltero. So, wir haben hier, wir bauen den so. Und das erstmal weg.
Ich meine, es gibt ja bestimmte Theorien, warum wir noch nicht auf Außerirdische gestoßen sind. Ja, man geht immer davon aus, dass die Zivilisation so irgendwann so weit war, ja, dass sie nur noch einen Knopfdruck gebraucht hat, um sich selbst zu zerstören. Mit einer Waffe, die so groß war. Mag sein. Mag sein, dass das das Auslöser ist, ja. Ich meine, warum muss man immer mehr Waffen bauen? Andererseits, ich meine, ich bin kein Freund von Atomwaffen. Aber mal ganz im Ernst, dadurch, dass jede große Nation Atomwaffen hat, traut sich keiner, den anderen anzugreifen. Ich meine, man kann natürlich auch sagen, ja, aber wenn mal einer durchdreht, ja, aber der weiß auch, wenn einer durchdreht, sind alle tot. Also, es ist ein bisschen fragwürdig, ob stärkere Waffen wirklich so, ob wirklich zu Friedenserhaltung dienen oder nicht. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass ich hier einen Gasauslass brauche. Sauerstoff. Und hier muss ich Wasser rausfiltern, Chlor. Und außerdem brauche ich noch Strom. Tschakka. Naja. Ja, was heißt ernsthaft suchen? Wie willst du suchen? Stell dir vor, du bist ein Goldfisch im Glas. Ja, du bist ein Goldfisch im Glas. Die wissen übrigens schon, was der Flackerstern war. Sie haben schon was gefunden. Ich weiß aber jetzt gerade nicht mehr was, aber ich bin mir sicher, dass ich das gelesen habe. Stell dir vor, du bist ein Goldfisch im Glas, ja? Du bist ein Goldfisch im Glas und kennst die Welt um dich herum nicht, ja? Weil du nicht rauskommst, ja? Wenn der Goldfisch im Glas sich jetzt allerdings ein Raumschiff bauen würde und rausfliegen könnte in die Welt, dann wäre das schön. Aber es würde halt ziemlich lang dauern, bis der Goldfisch im Glas mit einer in seine Größe großes Raumschiff von A nach B fliegt. Ich meine, solange wir es nicht schaffen, auch nur außerhalb unseres eigenen Sternsystems zu gucken, ja, solange können wir mit Hubble oder mit dem neuen Teleskop angucken, was wir wollen. Bis das Licht bei uns ist, ist alles passiert, ja. Wenn er Billigraketen nimmt. Er muss es ja auch noch überleben. Naja. Ich meine, selbst wenn es so ist. Who fucking cares? Bist du immer nicht gestorben? Also, warum sollte man das? Sollte man sterben? Aber es verdient haben. So, wo muss ich Sauerstoff hinleiten? Ich brauche Sauerstoff. Hier. Nachdem ich jetzt alles abgepumpt habe, brauche ich auch noch Sauerstoff hier. So. Eigentlich brauche ich hier keinen Sauerstoff. Eigentlich kann ich das mit dem Hydrogen-Generator machen. Den ich aber nicht bauen kann, weil ich keinen Platz habe. Naja. Ja, vielleicht sieht man einfach nicht die Notwendigkeit. Vielleicht sieht man einfach nicht die Notwendigkeit, irgendwie einen neuen Antrieb zu entwickeln. Es gibt ja viele private Leute, die das machen. Es gibt viele private Leute, die sagen, man kann irgendwie die Gravitation dazu nutzen, dass man sich bewegt im All. Ich meine, das größte Problem an der aktuellen Raumfahrt sind nicht die Raumschiffe, sondern die Raumschiffe ins Weltall zu befördern. Das ist das Problem, ja. Wie bringt man das Raumschiff ab ins Weltall? Ja, ich meine, es gibt Theorien von einem Weltraumaufzug und alles Mögliche. Wenn man es schafft, zuverlässig Material ins Weltall zu bringen, dann schafft man es auch, ein großes Raumschiff zu bauen, was irgendwo hinfliegt. Ja? Egal, ob bemannt, ob mit einer KI an Bord oder sonst was. Aber man müsste es im Weltall bauen, natürlich. Aber man muss erst das Material hinkriegen. Das ist das größte Problem eigentlich. Und ich meine, klar kann man Raumschiffe benutzen oder Shuttles benutzen, um das Material im Weltall zu schaffen, aber ich meine, guckt euch Pioniere an. Guckt euch Pioniere an wie Elon Musk. Ja, oder ich meine, guckt euch einfach Pioniere an, die es sind Millionäre, die haben eine Vision. Die versuchen mit ihrer Vision den Planeten voranzubringen. So, und das sonst hätte es niemals Raketen geben, die wieder landen können und man die recyceln kann. Dafür ist einfach nicht die notwendige. Wie soll ich sagen? Dafür ist einfach nicht die notwendige. Das Geld ist einfach nicht notwendig genug.
Ja, das Geld ist einfach nicht notwendig. So, warum ist denn Käfer immer mies drauf? Nasse Füße, warum? Hab ich hier irgendwo nur Pipi? Pipi! Pipi, 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 Pipi. Wo ist Pipi? Wo ist Pipi? Wo ist Pipi? Hab ich irgendwo Pipi? Ich glaube nicht. Nein, natürlich nicht. Der hat sein Geld auch mitbekommen. Aber es ist ja auch in vielen Science-Fiction-Büchern so, dass nicht Staaten regieren, sondern Unternehmen regieren. Du bist auch noch da, glaube ich. Oder du warst in der anderen. Doch, hier, guck mal, Stufe 22 Läufe. Auch nasse Füße. Wieso bist du denn hier immer durch nasse Füße? Richtig, ich erinnere mich. Und zifft ja hier irgendwie das Wasser raus, ne? Ich denke, wie mache ich denn das am blödsten, dass ich das Wasser hier... Wird aber nicht passieren. Es wird nicht passieren, dass der Mensch so sozial ist und nicht mehr an sich selbst denkt. Oder zumindest nur an seine Generation denkt. Übrigens habe ich hier noch einen Chlorgasgeist hier auch noch. Ich nur wüsste, was ich mit dem mache. Ja, ich meine, man kann ja über solche Dinge mal sprechen. Ich meine, das ist... Deswegen ist ja kein Terrorist oder irgendwas, ja, nur weil er jetzt hier eine Meinung zu einem bestimmten Thema vertritt. Den anderen Leute vielleicht anders, ja, aber... Ich finde es gut. Ich hab mit meinen Arbeitskollegen auch immer wieder Diskussionen über solche Themen. Weil man sich einfach Gedanken über sowas macht. Weil man einfach denkt, ist es das, wo wir hinwollen? Ja? Ist es das, wo wir hinwollen? Oder möchten wir was Besseres haben für die Generation, die nach uns kommt? Momentan sehe ich es eher so. Überdrungene Lüftung. Momentan sehe ich es tatsächlich eher so, dass es der aktuellen Generation egal ist. Wirklich egal. Wir kümmern uns viel lieber darüber aufzuregen, dass man Kriegsflüchtigen, und ich sage jetzt bewusst Kriegsflüchtigen, hilft, ja. Da regt man sich drüber auf, tierisch. Anstatt dass man einfach sich Lösungen überlegt, wie sowas in Zukunft nicht mehr passieren kann, ja. Wenn man sowas verhindern kann. Nein, aber es wird sich einfach unnötig aufgeregt. Unnötig. Da passieren Straftaten. Das ist auch kein Ding, ja. Aber ich meine... What the fuck? Ich meine, es ist alles Jammern auf hohem Niveau. Das ist nämlich gerade der springende Punkt schon wieder. Es ist Jammern auf sehr hohem Niveau, da es uns ja verdammt gut geht. Uns geht es so gut, dass wir uns darüber Gedanken machen können. Ja? Du fandest das ganz okay die letzten 400 Jahre? Ja, Hitler fand ich zum Beispiel nicht ganz okay. Aber gut, es gibt immer wieder Diktatoren. Das ist ja auch in anderen Ländern so. Hitler war halt nur ein Extremfall mit seiner Ansicht. Aber das ist uns geht so gut, dass wir uns darüber halt Gedanken machen können. Ja, ich meine, Leute in Afrika, die denken da nicht drüber nach. Ja, ich meine, es gibt auch... Da wärst du beinahe gestorben, Melli. Hä? Gut, dass ich noch gestorben... Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist da eine Leiter. Oh, guck an. Ich dachte, du stirbst. Hab ich dich nochmal gerettet. Es gibt keine Überbevölkerung. Es gibt keine Überbevölkerung. Das ist eine Lüge. Es wird immer genügend Nahrung vorhanden sein und es wird auch immer genügend Platz sein. Zumindest bis ins Jahr 2050, um was die Prognosen hergehen. Es ist definitiv... Was mache ich denn jetzt hier? Chlor filter ich raus. Sauerstoff blase ich hier rein. Ohohoho. Kann man hier bald atmen? Sehr geil. Sehr geil. Ich glaube, du wärst doch so rausgekommen, Melli. Was, Überbevölkerung konnte verhindert werden? Dann schau mal nach Nigeria. Schau mal nach den Bevölkerungszahlen in Nigeria. Nigeria wird in 10 Jahren über 1 Milliarde Menschen haben. Das ist nicht unbedingt gerettet. Trotzdem geht es uns allen gut. Ich meine,
Klar kann man immer sagen, uns könnte es noch besser gehen, der Planet könnte gerettet werden und alles, aber trotzdem geht es uns gut. Ja. Die meisten haben ein Dach über dem Kopf. Ich meine, Fakt ist halt auch, wenn man es mal so vergleicht, ja. Ich hatte das Thema, wie gesagt, mit meinem Arbeitskollegen auch. Wenn man es mal vergleicht, die letzten 100 Jahre zum Beispiel, oder sagen wir 50 Jahre, die letzten 50 Jahre, meine Eltern und Großeltern und was weiß ich, wer alles, konnte sich früher leisten, einen Neuwagen zu kaufen. Heutzutage, also ich kann mich keinen Neuwagen kaufen, ja, ich meine, bin jetzt auch kein Manager oder sowas, aber ich kann mir keinen Neuwagen leisten. Früher konnte das aber jeder. Da konnte auch der Elektriker sich einen Neuwagen leisten. Heute muss ein Elektriker schauen, dass er überhaupt mit 1800 Euro heimgeht. Ja, das ist halt... die Kaufkraft ist halt echt... Mäh. Richtig, das Geld ist viel weniger wert. Klar. Die 0% Zinsen machen es nicht besser. Das ist richtig. Die Inflation, die Werteinflation. Klar, logisch. Ja gut, schau an, man hat zwischen 2000 und 2010 hat man auch maue Jahre gehabt. Sehr maue Jahre, auch in Deutschland. Was uns so ein bisschen auch einen Arsch gerettet hat, war die Wirtschaftskrise 2011. Und das hat uns auch ein bisschen... Wo ist das hier kaputt? Hat uns auch ein bisschen so einen Arsch gerettet, glaube ich. Weil wir aus dieser Wirtschaftskrise enorm stark hervorgekommen sind. Und Deutschland geht es wirklich sehr, sehr gut, ja. Wenn wir ein Wirtschaftswunder haben, dann jetzt bei uns. Finde ich, ist meine Meinung. Ich meine, wir haben eh fast Vollbeschäftigung, ja. Wir, ja. Ich weiß nicht, dass hier das Eis die ganze Zeit schmilzt und tropft. Müsste sich doch irgendwann mal auflösen. Müsst ihr mal sehen, wo sich das hier... Naja. FBI und CIA, ich meine, das ist halt... Ich meine, überwacht werden wir sowieso. Ja, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht diskutieren. Überwacht werden wir sowieso. Aber, ich meine... Wir zetteln ja hier keinen Aufstand an, ja? Ich meine, wir reden über ein Thema, ja, was wir denken, was uns wichtig ist. Ja, und schweifen halt etwas ab. Von Raumschiffen zum Wirtschaftswunder, über Aliens, über Polkappenverdrehung. Ist cool, das gefällt mir, ist super. Ich mag Wissenschaft, Wissenschaft ist toll. So, dann... Was? Scheiß auf Schleim. So. Das muss alles weg. Bis darunter. Das muss alles weg. Erstmal das hier, dann machen wir weiter.